Eutrax? Ja. Glaube, Rafim ist tot. Was? Mira, sie ist verrückt geworden. Und der Zeitpunkt, er passt genau. Dann ist der in Porzhorn recht gefallen. Ich denke ja. Nun, es war sein Weg, sein Ende, das er gewählt hat. Wir sollten weitermachen. Das bedeutet, wir müssen ohne ihn auf die Plagenbringer. Irgendwann werden alle wieder zu Licht. Er halt gestern und ihr wahrscheinlich morgen. Da hat Mendarion nicht unrecht. Irgendwann werden wir alle im Feuer aufgehen. In Angoshs ewiger Flamme. Feuer und Licht. Am Anfang war alles Feuer und am Ende wird alles Feuer sein. Macht euch keine Sorgen, Zulamin. Wir sollten jetzt zu dieser Dämonenarche gehen. Ja. Ich hole Abel mir. Er sagte, er brauche einen Moment. Im Prinzip könnt ihr nach Weisung von vor allem Abelmir, weniger von Rongar, auch die Avianda benutzen, um in eins der abgelegenen Deltas zu fahren, die nicht ganz nach draußen führen, sondern mehr in den Sumpf hinein, beziehungsweise auf die südliche Halbspitze an Chuck nicht ganz vorbei, aber eins der Deltas nutzend, könntet ihr zumindest ja sehr viel schneller einmal Selim umgehen, die Arche erreichen und von dort aus dann auch weiter nach Mirmat, wenn ihr denn Okay, mögt. also das wäre quasi schon der Aufbruch, oder? Wenn ihr mögt, ja, ihr könnt natürlich auch jetzt zu Fuß durch die Gassen. Da würdet ihr natürlich jetzt mit den ja, Mördern, mit den Raubmördern, vielleicht könntet ihr auf die treffen. Ihr könntet das natürlich umgehen, wenn ihr auf eurem Schiff bleibt. Es sei denn, ihr wollt noch in Selim was anderes machen. Ich weiß nicht, ist Kanizidiana mittlerweile da? Also den würde ich gerne mit nach Miamat nehmen, es sei denn, er will jetzt hartnäckig in Selim bleiben. Nee, wenn du ihn herbestellt hast, dann torkelt er dann auch über die Stege rüber, wird einmal kurz abgetastet, die Wachen nicken dir zu und lassen ihn dann hoch. Gut, dann ja. Kanizidiana, ich hatte nicht angenommen, dass ihr vorhabt, die namenlosen Tage in Selim zu verbringen, oder? Nein, nein, das wäre nicht sehr weise, wenn ihr mich einladet an Bord der Avianda. Nun, eine Seeschlacht ist natürlich auch nicht immer ganz gefahrenlos, aber ich würde sonst in Miamat bleiben und dort für. Aber das obliegt euch. Selim ist selbstverständlich kein allzu gesunder Ort für die kommenden 5 Tage. Ja, ich würde euch in Miamat absetzen. Wir reden später. Wir müssen uns erst noch um etwas anderes kümmern. Hab Dank, hab Dank. Willkommen zurück. Und oh, dann würde ich Befehle zum Ablegen geben. Leinen los, Segel setzen, Halbmast. Und so brecht ihr auf ins Delta nach Weisung von Abelmir, wo ihr nach grob einer halben Stunde, die ihr dann ja, mit den Lotsen fahrt, die Lotsen irgendwann zurücklasst und dann weiter ja, hindurchstochert durch den trüben Nebel, die Hitze, die Schmeißfliegen, die um euch herum sind, bis dann vor euch sich aus dem Nichts, aus dem Wasser, aus dem Schlamm, aus dem Morast eine weitere Spinne erhebt mit widerlichen Vorderbeinen, Läufen, einem Maul und ja, gar zum Trotz könnt ihr die Besatzung erkennen, die dort relativ bewegungslos steht. Keine gezogenen Waffen, es gibt keinen Angriffsbefehl der Arche. Sie tippelt und trickelt natürlich, wie sie alles tun. Aber sie verharrt ruhig an Ort und Stelle, nachdem sie dort aus dem Nichts aufgetaucht ist. Und ihr könnt dann erkennen, sowohl den Steuermann, der mit dem Baum verschmolzen ist, und daneben die Zwillingsschwester, die Kapitänin. Also ist er unter freiem Himmel oder sind wir quasi auf der Arche? Also zurzeit befindet ihr euch auf dem Delta. Neben dem Delta im Schlamm ist jetzt gerade die Arche aufgetaucht und ihr habt jetzt so ungefähr 2, 3 Meter neben euch. Sie war vorher absolut unsichtbar. Ihr konntet sie nicht erspähen oder sehen. Sie sah vorher eher aus wie ein Baum oder ja, wie Trauerweiden. Hat sich also komplett in dieses
Delta eingefügt. Und ja, jetzt sind 2-3 Meter Abstand noch zu euch. Die Archenlöcher blicken euch gierig an, so als würde eine Ignisferobombe rausschießen können. Aber ihr könnt auch sehen, wie die Mannschaft aus normalen Menschen dann eine lange Planke rüberlegt. Und ja, die Arche wird ein bisschen auch abgesenkt, nachdem sie sich zu ihrer vollen Größe erhoben hat, sodass ihr dann über die Planke rübergehen könntet. Nur 30 Meter, murmelt Sulamin in sich hinein. Ja, das ist fast immer erschreckend, oder? Allerdings. Und ihr hattet recht, was die Tarnung angeht. Wir hätten direkt an ihr vorbeilaufen können, ohne sie zu sehen. Es ist für eure Augen nicht so einfach, sowas zu sehen, das stimmt schon. Du hast sie doch auch nicht gesehen. Natürlich habe ich sie gesehen. Natürlich. Ja. Plötzlich bin ich in der Stimmung für Scherze. Nun, ihr habt gelacht, oder? Ja. Ja, so könnt ihr dann nach drüben gehen und werdet dann mit einem Handschwenk eines der Piraten in Richtung des Bugs gebracht, wo ihr dann auf die beiden treffen könnt. Aber mir. Noch eine Sache. Ich weiß ja, schwere Dinge sind nicht so euer Fall. Deshalb habe ich mir gedacht, ich stelle euch den Bauern zur Seite, der später die Kiste für euch trägt. Ein Träger. Ja. Interessant. Ich hatte noch nie einen Träger. Naja, er wird nicht euch, sondern die Kiste tragen, aber ja, prinzipiell ist doch eine gute Sache, oder? Naja, ich muss die Kiste nicht tragen, das ist der Vorteil daran. Ja, das ist eine gute Idee. Kann er eventuell was nützlich sein, anstatt hier nur an Bord herumzulungern? Willkommen an Bord der Darbukta. Ich... Gegrüßt, Kapitana. Ich bin Tulmyria und dies ist mein Bruder Shahin. Aber mir hat bereits erzählt, dass ihr die neue Kapitana seid. In der Tat. Sulamin al-Shabra. Dann verhandeln wir mit euch. Ihr habt zumindest den Ruf, dass ihr zuhört. Das mag daran liegen, dass ihr aus Fasar stammt oder aber, dass zahlreiche von euren Freunden bereits auf einer Arche standen. Zumindest, sie deutet mit ihrem Kopf in Richtung von Abelmir, er stand auf einer Arche. Und ihm ist geläufig, dass man nicht zwangsweise boshaft sein muss, um auf einer solchen zu dienen, zu leben. Wir kamen in Besitz dieser Arche und haben es zu unserem Besten genutzt. Allerdings müssen wir nun über die Zukunft sprechen. Ich bin bereit, euch anzuhören. Denn ich habe das Böse im Guten und das Gute im Bösen gesehen. Ganz einfach. Wir bieten euch an, für den Bund der Wogen zu kämpfen. Solltet ihr uns nicht aufnehmen und uns abweisen, dann kämpfen wir für den Bund der Urtiefen. So aus einfach. Schierer Verzweiflung, wie Abelmir mir sagte. Aus schierer Verzweiflung. Nun, wir stehen gerne auf Seiten von Gewinnern. Aktuell halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass der Bund der Wogen triumphieren könnte. Ihr seid gut vorbereitet, ihr wisst, was ihr tut, ihr habt andere Archen besiegt. Nun, dann habt Dank für eure gute Meinung. Und ich ziehe es vor, dass das Meer der Finsternis nicht Aventurien heimsucht. Denn wir sind keine maritimen Lebenswesen und wir ziehen es nicht vor, dass wir in die Niederhöllen abgesogen werden. Es gefällt uns so ganz gut. Zählt Paligan euch zu seinen Verbündeten oder weiß er von euch gar nichts? Er weiß, dass es uns gibt, aber wir haben auch noch keine Gespräche geführt. Sollte eine weitere Arche auftauchen, wird er sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir uns ihm anschließen und seinem Ruf gefolgt sind, der schon seit so langer Zeit nach uns lockt. Der vormalige Kapitän hat zumindest Briefe geschrieben, aber der existiert nicht mehr. Wie ist es euch gelungen, diese Arche unter Kontrolle zu bringen? Ganz einfach durch Shahin.
Er ist mein Zwillingsbruder und wurde in den Stamm gewoben. Ein großes Opfer. Was hat euch dazu bewogen? Oder ihn? Glaubt ihr, ich hätte eine Wahl? Man fragt nicht, wenn man in solche Bäume eingeworben wird. Aber ich konnte mir meinen Willen bewahren. Und nun, meine Zwillingsschwester war an Bord. Als sie den Kapitän stürzte, hat sich hier einiges verändert. Zum Guten. Ich habe keine Angst um mich. Ich werde auch in den Niederhöllen existieren können. Ich bin ein Wesen der Niederhöllen. Aber sie nicht. Dolomin nickt. Ich denke, das genügt mir. Wir würden uns freuen, euch zu unseren Verbündeten zu zählen. Ausgezeichnet. Dann sorgt dafür, dass wir nicht beschossen werden. Ich hätte noch eine Frage. Von Sanin oder von Rafik ibn Dahmani oder wie auch immer sie sich schimpfen und nennen. Ja, das wird nicht einfach sein, aber... Das ist eure Aufgabe. Ja, in der Tat. Ja, kleiner Zwerg? Jetzt, wo wir schon einmal die Möglichkeit haben, mit so jemandem zu sprechen wie eurem Bruder, gibt es Möglichkeiten, wenn wir auf die Plagenbringer kommen, die besonders effektiv sind, um, nun ja, die in den Stamm eingewobenen vernichten. Denn das müssen wir ja tun, nicht wahr? Wir müssen die drei Steuerfrauen vernichten. Gibt es dort etwas, was sich als besonders hilfreich erwiesen hat? Ihr müsst den Steuermann oder die Frau nicht vernichten. Lediglich das Herz. Wenn ihr das zerschneidet, würde es ausreichen. Wenn ihr sie bewegungsunfähig machen wollt, dann solltet ihr vorher den Steuermann töten. Die Steuerfrauen kontrollieren die Arche. Das heißt, sie könnten sie auch in unserem Sinne kontrollieren. Aber dafür fehlen uns wohl die Druckmittel. Du kannst sehen, wie sich die Arche absenkt auf den matschigen Boden. Es gluckert und klickt wieder ein bisschen. Und dann sind die Spinnenbeine, biegen sich nach innen. Und ihr könnt sehen, wie ihr plötzlich allesamt, es sind keine Tentakel, sondern spitze Dornen über euren Köpfen schweben habt. Das Problem an dem Steuermann ist, solltet ihr ihn nicht, bevor ihr entert, getötet haben, dann kann er euch zerquetschen, von innen, von außen. Er kann euch Feuerbälle ins Gesicht schießen oder seine Käfer auf euch schicken. Aber das ist allein nicht der Grund, dass ihr den Steuermann besiegen müsst oder die Steuerfrauen. Gibt es dort Mittel, die sich als besonders probat erwiesen haben? Dinge, gegen die ihr besonders anfällig seid? Eis. Unsere Arche ist eine der nun jüngeren Generationen. Die zweite Tochter, wenn man so mag. Wir sind also schon weiter verankert in diesen Sphären. Die Plagenbringerin ist durch die Hungrigkeit, durch die vielen Schiffe, die sie gefressen hat, mittlerweile auch viel verankert. Ihr könnt sie nicht einfach entschwören. Aber sie hat immer noch ihre Furcht vor dem Eis nicht vergessen. Das, was Barbara damals nicht geschafft hat, weil die sieben Gezeichneten es verhinderten. Die Pforte von Belshirash wurde nie aufgestoßen. Nie mit uns verwoben. Wir fürchten nur das Eis. Für Paligan wäre es keine Neuigkeit, aber für euch vielleicht. Wir verfügen über das Effathorn, das die Archen lähmt. Und möglicherweise ist das eine viel größere Gefahr für euch als
Al-Sanin oder Rafik. Es ist schmerzhaft. Und sicherlich werden einige Dämonen sterben. Wir verfügen über keine. Die Arche sehr wohl. Rein hypothetisch. Wärt ihr bereit oder dazu in der Lage, uns an Bord der Plagenbringer zu bringen? Selbstverständlich. Theoretisch ist das möglich. Sie ist groß genug und diese Beine kann man nicht nur zu benutzen, um auf dem Wasser zu laufen, sondern auch zu klettern. Tatsächlich, das ist mehr, als ich mir erhofft hatte. Nun, wir werden uns auch mit den anderen Kapitänen besprechen und einen Schlachtplan entwerfen. Wie erreichen wir euch? Nun, wir werden am besten nach dem Klang des Effathordens zu euch stoßen, nicht davor. Ist eure Tarnung nur auf diesen Sumpf beschränkt oder könnt ihr euch auf Hoher Tarn, Uasi auch tarnen? Die Dabuktar ist für die Sümpfe ausgelegt, wo wir lange gekämpft haben. Wir können selbstverständlich auch auf dem Wasser laufen, aber uns dort tarnen wird nicht mehr möglich sein. Nun, dann müssen wir uns wohl darauf verlassen, dass Paligan sich sicher ist, dass sie zu ihm gehört. Davon gehen wir erst einmal aus. Nun gut, dann haltet ihr euch wohl außerhalb der Reichweite. Und wenn das Effathorn erklungen ist, stoßt ihr zu uns? Nun, wir halten die Ohren offen, würde sie ein bisschen grinsen. Und wir verbleiben zum Schlachtbeginn zwischen den Ruinen von Zornbrecht und Selem. Wenn dann unsere Zeit gekommen ist, werden wir von dort aus vorstoßen und den Strudel schnell erreichen. Gut. Wir werden euch in unseren Plänen berücksichtigen. Sie verbeugt sich und Shahin würde es ebenso versuchen. Ein bisschen Laub raschelt und bröckelt dann nach unten, wenn er seine Krone etwas gesenkt hat. Und auch die Dornen, die über euch noch hingen, drehen sich wieder knackend in die andere Richtung. Ja, ihr könnt über die Planke wieder zurückgehen auf euer Schiff und seht, wie die Planke eingezogen wird. Die Spinnenbeine richten sich wieder auf zu voller Größe und auch wenn sie nur 30 Meter misst, sie ist trotzdem beeindruckend. Sie trippelt und tickelt vollkommen lautlos wieder dann davon. Zumindest gibt es keine Geräusche vom Sumpf, nur von ihren Beinen. Und nach wenigen Metern ist sie wieder verschwunden. Schön zu sehen, dass es noch vernünftige Leute auf der Welt gibt. Die Arche tut gut daran, das alles zu fürchten. Sie muss trotzdem nach der Schlacht verschwinden, vernichtet werden. Das ist hoffentlich jedem klar. Natürlich. Nun, das ist das einzige Logische. Das ist eine Sorge für einen anderen Tag. Gut. Was ich nicht verstehe ist, wissen Paligans Anhänger nicht, was er vorhat? Oder was Morodal vorhat? Ich denke nicht, dass er sie in seine innersten Pläne einweiht. Nun, vermutlich nicht, aber offenbar singen es inzwischen selbst die Spatzen von den Dächern, dass das Meer der Finsternis naht. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein gewöhnlicher Pirat, wer könnte das für eine gute Idee halten? Und welche Alternativen haben sie denn? Sie kommen nicht weg. Sie sind gefangen. Gefangene auf offener See, könnte man sagen. Wenn sie zu fliehen versuchen, werden sie vernichtet durch seine Archen. Nun, zumindest können wir optimistisch sein, dass sie fliehen werden, wenn sie keine Angst mehr vor den Archen oder Morodal zu haben brauchen. Ja, schlag der Schlange den Kopf ab.
immer eine gute Idee, Schlangen den Kopf abzuschlagen, aber wir sollten jetzt wirklich in Richtung Niamat los. Ja. Und wir machen uns auf den Weg. Wenn ihr die nächsten paar Stunden fahrt, dann seht ihr die blutige See. Das Wasser ist rot geworden. Nach dem milchig trüben hat es mittlerweile wieder seine Farbe verändert. Ihr könnt sehen, wie Fleischbröckchen darin schwimmen. Immer mal wieder stoßt ihr Tockengitter im Holzrumpf dagegen. Sie sind ziemlich groß geworden, diese Fleischstückchen, und scheinen auch wohl von keinen Fischen zu stammen, sondern einfach zu existieren. Es stinkt nach Eisen und deutet das an, was da kommen mag. Einen halben Tag fahrt ihr wieder von der einen zur anderen Seite. Es ist schwierig geworden, hier zu navigieren. Es ist heiß, der Wind weht nicht mehr so stark, wie er es früher getan hat. Aber ihr erreicht kurz vor Anbruch des Abends Miamat. Schon aus der Entfernung könnt ihr erkennen, wie ein gewaltiger Baum im Hintergrund der Stadt steht. Er muss laut euren Schätzungen 30 Meter messen. Tropisch, mit einem Gesicht darin und Armen, die sich ausgebildet haben. Ein gewaltiger Meister des Humus, Meridiana, das Herz des Südens. Oh, beeindruckend, nicht wahr? Ein kurioses Konstrukt, muss ich sagen. Ich habe von Arco Bellim gesehen, die ähnlich gestaltet sind. Nun, dies hier ist etwas ganz Einzigartiges. Es ist das Herz des Kontinents. Nun, dieses Teil des Kontinents. Ich versichere euch, etwas solches existiert nicht. Oh, das solltet ihr ihm gegenüber nicht erwähnen, ansonsten... Naja. Muss tendiert dazu, nachtragend zu sein. In unglücklicher Weise habe ich weder Notwendigkeit noch Willen, mich mit etwas selbstüberschätztem Treibholz auseinanderzusetzen. Nun, habt ihr nicht gerade noch einen Attentat überlebt? Nun, soweit ich informiert bin und nachvollziehen kann, wurde besagtes Attentat nicht von einem Humus-Elemental aufgegeben. Nein, aber meine Frage war, womit habt ihr euch geheilt? Gegengift, Bortax. Dessen Intrigienzien, sind? Ich werde sie euch jetzt nicht aufzählen. Ich nehme an, ihr wollt darauf hinaus, dass Teile davon dem Humus-Element zuzuordnen sind. Was genau wollt ihr? Nun, ihr solltet das Humus mehr schätzen. Ich schätze das Element als solches für seine Nützlichkeit, allerdings nicht seine willensergriffenen Ausprägungen. Vor allem nicht, wenn sie sich so aufführen wie dieses Ding dort. Oh, habt ihr Angst? Einmal mehr versteht ihr offensichtlich nicht, was ich meine. Es ist nicht so wichtig. Nun, ganz offensichtlich. Und ich hoffe, es wird zumindest Miamat beschützen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit uns in den Seelengrund segelt. Irgendwie müsste das gewaltige Wesen mal so von oben besunden. Nun, da Dämonenleichen bekannterweise gegen elementaren Humus unverwundbar sind, hoffen wir besser nicht darauf, dass dies die letzte Verteidigungslinie sein wird. Nein, das Erz ist selbstverständlich auch noch hier präsent, aber gegen welches Dämonenleichen ebenso unverwundbar sind. Nun, aus Erz können sehr hohe Mauern sehr schnell errichtet werden. Selbst eine mächtige Dämonenarche kann eine Mauer nicht einfach durchdringen. Ihr habt offensichtlich nicht die Berichte über den Galerienbrecher gelesen. Oh, ihr habt offensichtlich nicht die Ausprägungen einer elementaren Wand aus Erz gesehen, die von einem elementaren Meister geschaffen wird. Ich sah die Zeichnung aus Draconia. Ich kann mir Imposanteres vorstellen. Nun,